Natürlich. Deshalb sind die ganzen Bogenschützen da oben. Das ist der Untergang von Kingsbridge. Nicht in 2 Tagen an. Er greift heute an. Zu den Waffen! Es ist sein Hinterhalt. Nehmt nicht das Vordertor. Sie wussten, das würde uns rauslocken. Oh nein. Ich brauche mein Pferd. Und ich bin jetzt als König verkleidet. Als Stefan Flip ist als König verkleidet. Feindlichen Heer. Ach du Schande. Nein. Drängte mich Bischof Henry mit ihm den Kirchturm zu besteigen. Seine Sorgen hatten ihn unseren Streit. Wir sollten schnell umziehen vielleicht. Ich war noch nie so hoch oben gewesen. Betet mit mir, Philipp. Betet, dass Stefan siegt, damit dieser Krieg enden kann. Ich schloss die Augen, um zu beten. Bin nicht sicher, ob er dann enden wird. Und ich vergaß Kingsbridge und den Markt und meine eigenen Sorgen. Für den Frieden. Und ich betete einfach für den Frieden. Und dabei wurde mir klar, dass ich seit dem Traum, in dem meine Eltern wieder gestorben waren, nicht mehr gebetet hatte. Würde Gott meine Gebete wieder nicht hören, wie in jenem Traum? Ich bat den Herrn, mich zu erhören, mir zu zeigen, dass er da war. Philipp, seht! Ich war zu weit weg, um zu verstehen, was da vor der Stadt geschah. Roberts Männer! Sie gewinnen! Stefan ist verloren! Ich hatte das Gefühl, dass sich alles um mich drehte. Ich hatte Angst zu fallen. Ich schloss die Augen. Und dann sah ich. Der Krieg. Der Teufel. Krieg und Teufel. Sie brechen das Kirchentor ein! Ach du Schande, was? Was bist du? Was? Was ist es? Große Güte. Wo sind die Frauen? Und dann wusste ich, dass wir es waren. Wir allein. Da ist kein Teufel, uns zu schaden. Kein Gott, uns zu erretten. Wir allein. Uns rette ich ja kein höheres Leben. Kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Philipp genau. Blieb für 2 Wochen verschwunden. Wir wussten nicht, was mit ihm geschehen war. Später ging's Butch. Aber wenn ich ehrlich bin, hatten wir damals ganz andere Sachen im Sinn. Ellie und ich. Bist du sicher, dass wir allein sind? Hier gibt es nur dich und mich. Sieh doch nur. Sag ich doch. Ich hoffe, Philipp und Richard geht es gut. Ich auch. Sag, Jack, hast du unser Buch gelesen? Was ist mit dir? Wie fandest du es? Philipp ist schuld, wenn all dies zugrunde geht, weil er einen illegalen Markt durchgeführt hat, trägt er alleine die Verantwortung. Ich habe Vertrauen in ihn und das solltest du auch. Wer sonst könnte Kingsbridge retten, wenn nicht er?
Erinnerst du dich noch an den Text? Naja, was ist denn mit dir? Jein. Okay. Vor mir stand er, das Gewand am Boden. Sein vollkommener Körper bot sich mir dar. Mhm. Um eine Frau? Oh, da habe ich wohl was verwechselt. Womit? Bin mir nicht sicher. Nein. Ihre Schultern und Arme, die ich erblickt und berührte. Und ihre liebliche Brust hielt ich in bebender Hand. An den Teil erinnere ich mich. Wirklich? Ja. Ist ja spannend. Ein sehr spannendes Buch. Schlank anschloss sich sein Leib an die schwellende Brust. Hüften reizend gewölbt. Ein vollkommener Hintern. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Und wenn? Gefällt dir meine Fassung nicht? Oh doch, sehr. Aber was sage ich noch? Nichts Unvollkommenes sah ich. Und so schloss ich sie nackt, fest an die Brust. Jack, ja. Ich liebe dich. Ich dich auch. Auf immer und ewig. Wie romantisch. Hast du etwas gehört? Nein. Wir sind allein, Jack. Du und ich. Wir. Lass es nur niemanden erfahren. Nur wir. Sie haben es im Dachstuhl der Kirche getrieben. Wir. Lass es niemanden erfahren. Hey! Prior Philipp! Das Mensch! Oh, okay. König Stefan in Gefangenschaft. Menschen am Feuer. Burg von Lincoln. Gefangener Ritter. Ich bin auch gefangen. Also, Philipp ist gefangen. Nach der Schlacht von Lincoln. Ja, so ist es besser. Lass sie nie Schwäche sehen. Steh aufrecht. Was ist mit Ranulfs Leuten? Die sind wahrscheinlich froh, endlich aus der Burg raus zu sein. Jetzt sind sie wahrscheinlich auf der Suche nach Frauen und Wein. Und was mit dem Bischof passiert? Was starrt ihr so, Mönch? Warum tut er das alles? Weil ich es will. Weder Gott, Blutlinie, noch das Schicksal hat mich zum König gemacht. Ich habe mir den Thron erstritten. Es war mein Entschluss zu herrschen. Und es war mein Entschluss zu kämpfen. Und ich bin noch nicht fertig. Ist es die ganzen Toten wert? Mathilde zu besiegen? Bei Gott, ja. Es ist ein Spiel und ich werde es gewinnen. Wie viele sind gestorben? Was? Wie viele Menschen sind in der Schlacht gestorben? Zu viele. Auch mein Pferd ist draufgegangen. Aber Robert ist kein Tier. Das muss man ihm lassen. Sonst wären wir nicht hier.
Richard! Ihr solltet keine Aufmerksamkeit auf euch lenken. Nicht, wenn ihr in einem Käfig steckt. Außer ihr seid der König. Warum bin ich hier drin? Ihr gehört zu uns, oder nicht? Ich habe für Frieden gebetet. Frieden gibt es nur zwischen einer Schlacht und der nächsten. Ihr hattet recht mit William Hamley. Inwiefern? Sobald die Schlacht sich gegen uns wendete, wechselten er und seine Männer die Seite. Der Graf von Shireen kämpft jetzt für Mathilde und Robert. William Hamley kämpft nur für sich selbst. Und für Bischof Walleran. Ich werde euch Marktrechte gewähren. Dieselben wie Shireen. Das wollt ihr? Warum? Ihr hattet recht mit William. Aber ihr seid kein König mehr. Über kurz oder lang wird der Thron wieder mein sein. Nehmt einfach an, ich gab euch das Recht, bevor die Schlacht verloren wurde. Habe ich darauf euer Wort? Ich werde es Kaiserin Mathilde mitteilen. Haltet euren Markt ab. Gebt nicht nach. William Hamley wird keinen legalen Weg finden, gegen euch vorzugehen. Ich werde den Wachen sagen, es gibt keinen Grund, euch länger festzuhalten. Das ist Was sehr ist mit gut. euch? Meine Getreuen sind bald wieder am Zug. Das Spiel ist noch nicht aus. Ich habe ihnen befohlen, Robert gefangen zu nehmen, für einen Austausch. Mathilde weiß, dass es nicht vorbei ist. Sie wird jeden Tag genießen, den sie mich unter Schloss und Riegel hat. Sie ist ihres Vaters Tochter. Aber der Thron von England ist mein. Wenn ihr Frieden wollt, wenn ihr das Leben der Unschuldigen schonen wollt, dann müsst ihr aufgeben. Niemals. Das ist das Einzige, was ich nicht kann. Dann gibt es wirklich keine Hoffnung. Wachen! Lasst den Mönch frei! Der Markterlass für Kingsbridge. 1141 nach der Schlacht von Lincoln wurde Kingsbridge Marktrechte von der englischen Krone gewährt. Diese Erlaubnis stellt Kingsbridge dieselben Rechte wie Shireen aus. Endlich kann Philipp wieder Handel treiben lassen, doch nun darf er zusätzlich einen Wollmarkt stellen. Dies ist eine bedeutende Gelegenheit für die Stadt und ihre Bewohner, da die Wollhändler mit den Bedingungen des Wollmarktes in Shireen mehr als unzufrieden sind. Die Pyroerei, die Menschen von Kingsbridge und Wollhändler wie all jener werden hiervon in hohem Maß profitieren. Ja, sicherlich. Die Säulen der Erde werden winzig. Kapitel 12. Das große Tier. Was du getan hast. Ich habe Timothy eingeschüchtert, weil Robin glaubt, er habe Tom getötet. Du hast von den Eltern Francis und Bischof von Robin geträumt. Du hast Details zur Vorgeschichte der Schlacht von Lincoln herausgefunden. Der König befahl dir, dich auszuziehen und dein Leben zu riskieren. Schließlich hat König Stefan dir doch eine Marktlizenz erteilt. Und nach dem Schrecken, der dir widerfuhr, bist du vom Glauben abgefallen. Kapitel 13. Der Wollmarkt. Ein paar Wochen später. In den letzten zwei Tagen des Wollmarkts haben wir mehr Geld eingenommen als bei den letzten drei Märkten vorher zusammen. Naja, aber wie können wir sicher sein, dass der Graf von Shireen unseren Markt nicht wieder schließt? Er hat dafür keine Möglichkeit mehr. Das Gesetz schützt uns. Nur Gott hält seine Hand über uns. Das ist wahr. Unsere Zeit der Angst ist endlich vorbei. Es wird nie vorbei sein.
Was hast du gesagt, Philipp? Nichts. Die Musik ist zu laut. Unser Prior hat recht. Dieses Schauspiel da draußen ist unwürdig für ein Kloster. Der Markt ist bald vorbei. Und dann wird Kingsbridge endlich finanziell unabhängig sein. Okay, was gibt's, Tom? Ach so, jetzt bin ich wieder dran mit Tom spielen. Philipp? Ah, ihr seid zurück. Wie sieht's aus im Steinbruch? Alles in Ordnung. Wir werden dort keine Probleme mehr haben. Warum habt ihr mich um ein Gespräch gebeten? Es geht um Jack. Er hat sich wieder mit Alfred gestritten. Seid ihr zu einer Entscheidung gekommen, was meinen Vorschlag betrifft? Ich bin mir nicht sicher. Jack kann schon lesen und schreiben. Und es gibt viel mehr, was wir ihn hier lehren können. Was sagt seine Mutter dazu? Ellen redet nicht mit mir deswegen. Sie glaubt, dass ich Alfred vorziehe. Aber Alfred ist Handwerksmeister. Ich habe ihn ausgebildet, seit er 6 war. Jack ist nur ein Lehrling. Und mit den beiden kann es nicht so weitergehen. Nein, das ist wahr. Er würde nicht mehr an der Kathedrale arbeiten, aber er könnte in Kingsbridge bleiben. Das stimmt. Ich habe keine Wahl. Ich will das Beste für meine Kinder. Für sie alle. Natürlich. Reden wir also mit Jack. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er will. Ob er Novize werden will. Philipp hat angeboten, mit Jack zu helfen. Wir können so nicht weitermachen. Aber will Jack denn Mönch werden? Das glaube ich aber kaum. Okay. Tom? Wartet auf mich. Philipp? Reden kann man ja mal. Etwas liegt dir doch auf der Seele, oder? Philipp, du hast Kaspert und mir einst gesagt, wenn du Prior würdest, würdest du unser Skriptorium vergrößern. Erinnerst du dich? Es war der Tag, als der kleine Jonathan zu uns kam. Ja, ich erinnere mich. Er war so winzig. Du hast erreicht, was du dir vorgenommen hast. Und so viel mehr. Wenn nur Kaspert noch leben würde, um das zu sehen. Milius. Wir hatten keine Zeit zum Reden, seit ich zurückgekehrt bin. Zeit war da, aber du bist mir ausgewichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei all dem hier. Warum? Jetzt ist doch alles gut. Ich habe meinen Bruder Francis lange nicht mehr gesehen. Ich habe Angst. Um ihn. Um uns alle. Aber das ist nicht alles. Nein? Ich fürchte, ich habe meinen Glauben verloren. Du? Ach, das bezweifle ich stark. Später. So wie früher. Ja, natürlich. Das werden wir. Kommst du nicht mit, Remigius? Ich habe Dringendes zu erledigen, Vater. Nun gut. Und was für eine Überraschung ist das? Nun, ich glaube, du wirst begeistert sein. Ihr beide. Du machst mich neugierig. Wann können wir es sehen? Es sollte heute Nachmittag fertig sein. Komm mit, Jonathan. Wir wollen uns den Bären anschauen. Ja, bitte. Viel Spaß, Jungs. Weißt du, was er im Schilde führt? Ich habe keine Ahnung. Vater? Jack hat Werkzeug vom Bau mitgenommen. Ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber ich weiß, dass er es geklaut hat.
Ihr beide werdet euch in Zukunft keiner nachbetzen. Philipp wird dafür sorgen. Aber Jack ist nicht der Einzige, der daran schuld ist. Keiner kann petzen leiden. Halt den Mund. Das ist richtig, Sir. Martha, hast du Jack gesehen? Er ist mit Jonathan gegangen, um den Bärenkampf zu sehen. Mit Jonathan? Das ist viel zu gefährlich. Was denkt er sich? Ich darf nicht erlauben, dass Jonathan etwas geschieht. Ich bin für ihn verantwortlich. Ja. Da hat jemand Vaterkomplexe. Na gut, es ist auch sein Sohn, aber ja. Oh, übrigens, ich habe von Richard gehört. Geht es ihm gut? In der Nachricht stand nichts davon, aber ich nehme an, ja. Wieso? Er schreibt, ich soll ihm ein neues Pferd kaufen. Soweit ich weiß, ist das denn so? Sieh dir das an! Bärenkampf. Müssen wir uns das anschauen? Natürlich! Sieh nur, wie der rangeht! Warum kämpfen der Bär und das Hündchen? Es liegt in ihrer Natur. Das Tier, das stärker und klüger ist, gewinnt. Nein. Keines von beiden kann gewinnen. Sven, Jonathan, komm her. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Es ist gefährlich. Ich mache immer etwas falsch. Ganz gleich, was ich tue. Wenn Alfred ihn hergebracht hätte, dann hättest du kein Problem damit gehabt. Doch, hätte ich. Vielleicht ist es besser, wenn Jonathan und du gehen. Komm mit. Jack. Was? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ach, wirklich? Die Welt ist ungerecht. Wir sind wie diese armen Tiere, gezwungen, einander an die Kehle zu gehen. Es ist ein Spiel, das sie uns aufzwingen. Wer? Tom? Nein. Die Könige und Kaiserinnen. Selbst der Bischof. Tom und wir alle leben in einer ungerechten Welt, in der wir gezwungen sind, ungerechte Entscheidungen zu treffen. Wieder und wieder. Und wir wissen noch nicht einmal, dass wir ihr Spiel spielen. Du hast jedes Recht, zornig zu sein. Aber es gibt einen Weg, diesem Käfig zu entfliehen. Vielleicht nicht um Gottes Willen, aber um der Menschen Willen. Was meinst du damit? Ich möchte, dass du Mönch wirst. Bleib stehen! Du sollst doch nicht einfach alleine auf der Baustelle herumlaufen. Abgemacht. Hat eine von euch beiden meinen Sohn gesehen? Ellen, der sieht sich den Bärenkampf an. Aliena? Ich bin gekommen, um... Um was? Was ist los mit deinem Bruder? Ich habe keine Ahnung. Aliena, ich muss dich um deine Hand bitten. Als Ehefrau. Bist du verrückt, Alfred? Was? Warum solltest du glauben, dass ich... What the hell? Was war das? Warum sollte... Ja, warum sollte... Und was ist gerade passiert? Oh. Hat wehgetan. Anna. Ich bin hier. Ich hätte auf dich aufpassen müssen. Du wolltest bis ganz nach oben klettern, wie Alfred und Jack es machen. Komm mit. Wir gehen zusammen.
Du und ich. Unfair. Oh, das ist ja so. Was? Das ist der Mann da. Nicht der. Oh nein. Ich bin der Graf von Shiring, Junge. Große Güte. Bleib bei mir, Sanat. Ihr da! Während meine Männer euren Markt inspizieren, sagt mir, wo ist euer Heiliger? In der Krypta. Sprich lauter! In der Krypta! Ich hörte, euer Baumeister sei bei einem Unfall gestorben. Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Eine Schande. Dies hätte eine große Kathedrale werden können. Jetzt mach den Weg frei! Jonathan! Oh, Schreck. Was läuft hier eigentlich gerade? Och nein. Nicht sein, Horus. Das ist das Ende. Sie brannten. Ach du Schande. Mein Gott. Sie standen in Flammen. Wo sind die anderen? Sie werden sie umbringen. Aliena! Milius hat die Tür abgeschlossen. Von außen? Er ist noch dort draußen? Oh nein. Was können wir machen? Pater Noster, wie es in Kulis. Milius hat sie abgeschlossen. Milius! Ich glaube, ich kann ihn draußen hören. Gib unseren Heiligen zurück, oder du fährst zur Hölle. Das tut er sowieso. Du zuerst. Nein! Sanctificator Nomen. William Hamley. Wir werden es nicht schaffen. Aliena ist doch da draußen. Und Jonathan auch. Es ist gefährlich hier zu sein, ich muss Jonathan finden. Okay, was zum Henker? Was haben wir getan? Nichts. Warum straft uns der Herr dann? Wir sind verloren. Bleibt hier. Hier seid ihr sicher. Komm schon. Seit damals der Blitz einschlug, ist Kingsbridge verflucht. Wir sind verloren. Seit ich hierher gekommen bin, ist Kingsbridge verflucht. Das glaube ich nicht. Pfeile! Sie schießen Pfeile in den Kreuzgang! Alle bleiben vor den Fenstern weg! Der Krieg kommt nach Kingsbridge. Komm, wir müssen den Verwundeten draußen helfen. Nein, ich kann da nicht rausgehen. Wir müssen! Du weißt nicht, wie es da aussieht. Mein Gott, ich hab's gesehen. Der ist mein Vater. Jetzt komm schon. Sticken Sie die Hauptstädte. Geh nicht dort raus! Möge Gott uns gnädig sein. Bruder Andrew, ich flehe dich an. Andere sind doch draußen. Bete für sie. Mehr können wir nicht tun. Ein Gebet wird dir nicht helfen. Verdammt! Amen Gott! Beten bringt dir nicht viel. Es war der Graf! Pater Noster. Ich hab ihn gesehen! Ja. Was habt ihr getan? Aliena! Was? Der Graf würde so etwas nicht ohne Grund tun. Was habt ihr getan? Fiat voluntas tua, Sigurd Inquirer.